Südtirol zum Beispiel. Man braucht nur kurz ein bisschen über den Tellerrand schauen und sofort hat man es mit wirklich, ja, sehr seriösen, sehr, sehr charismatischen Staatsmännern zu tun. Zum Beispiel der stellvertretende Landeshauptmann in Südtirol. Er ist auch Spitzenkandidat der SVP, der Südtiroler Volkspartei. Meinst du Dr. Theiner? Ja, Richard Theiner. Dr. Richard Theiner, ja. Das ist ein Politiker Legende. Nach Maß. Die Journalisten freuen sich richtig, mit ihm ein Interview führen zu dürfen, weil das jedes Mal ein rhetorischer Hochgenuss ist. Hören Sie. Wir hätten hier eigentlich einen fatalen Einschnitt in das Wir hätten hier einen fatalen Einschnitt in unser Sozialsystem. Nachdem wir völlig andere Lebensumstände haben als im restlichen Italien, haben wir auch ein Sozialsystem genau auf unsere Verhältnisse zurechtgeschneidert. Wenn wir als konkretes Beispiel könnten wir das Familiengeld nehmen. Wenn wir hier gezwungen wären, die staatlichen Kriterien anzuwenden, würden hier sehr viele Leute, wenn wir hier gezwungen wären, das staatliche System anzuwenden, würden sehr viele Familien rausfallen, beispielsweise was das Familiengeld anbelangt. Der Dr. Richard Theiner. Er ist Doktor, ich frage mich, wie er die mündliche Prüfung geschafft hat. Doktor, da sind wir in Österreich schon anders drauf. Da hast du auch gar nicht recht, finde ich. Weil wir haben in Österreich wirklich charismatische Politiker. Nicht nur das, wir haben auch wahnsinnig Fleißige, den fleißigsten von allen nämlich. Jetzt arbeite ich wieder 7 Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag und ich muss sehr viel dafür bezahlen. Ja. Ich arbeite jetzt wieder 7 Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag. Jetzt arbeite ich wieder 7 Tage in der Woche, 14 Tage im Stund, aber mir kostet es bei 25 Millionen. Ich habe so viel zu tun, also meine Freunde sagen mir, Frank, warum tust du das an? Jetzt arbeite ich wieder 7 Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag und das kostet ungefähr 25 Millionen. Meine Freunde sind ein bisschen deppert. Also wenn du solche Sachen machst, ja jeder glaubt, du bist dumm, wie können die dir dann wählen? Ja. Mikkel Leitner arbeitet auch viel. Wie heißt du mit Vornamen, die Ihnen... Ist die Innenministerin? Mikkel ist der Vorname. Mikkel ist schon der Vorname. Mikkel Leitner. Ja. Echt? Heißt sie Mikkel? Mikkel, ja. Der Mikkel. Mikkel. Mhm. Na, ja, ist ja ein Mann, oder? Ja, nein. Ja. Der Mikkel. Also unser Innenminister Mikkel Leitner hat einen sehr, sehr... Liebe Drogensüchtige, ist für Sie. Bitte mal kurz das Heroinbesteck aus der Hand fallen lassen und zuhören. Der Mikkel Leitner hat jetzt gesagt, dass präventiv mehr oder weniger nicht nur Urinproben abgenommen werden, sondern auch Haarproben von den Drogensüchtigen. Ne? Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Diejenigen, die kein Geld mehr haben für einen Friseur, müssen sich einfach von der Polizei beim Kiffen erwischen lassen. Ne? Übrigens, Kiffen macht lustig, stimmt's, Andi? Wie fühlt man sich denn als Volksrock'n'Roller auf einem Opernball? Wie ist denn das für einen Volksmusikstar? Wie fühlen Sie sich? Fremdeln Sie ein bisschen? da muss auch mal der Friseur kommen. Gut, eloquenter als Monsieur Gabayé ist ein Mann aus Südtirol, den wir schon kennengelernt haben, Dr. Richard Theiner. Ja, das Südtiroler Gesundheitswesen hat ja insgesamt sehr positive Kennzahlen. Wir haben im Südtiroler Gesundheitswesen ja sehr positive Kennzahlen. Ich werde sicherlich im laufenden Jahr dazu nicht Stellung nehmen, sondern es... Warte, das bin ich. Machen wir das nochmal? Okay, gut. Bitte. Soll ich noch vorbestellen? Okay. Die Tageszeitung hat gestern geschrieben, beziehungsweise heute, dass Sie als Landeshauptmann kandidieren möchten. Was sagen Sie dazu? Geht? Okay, was sagen Sie dazu? Ich werde diese Spekulationen, die immer wieder in den Medien ich werde diese Spekulationen nicht laufend kommentieren. Ich habe bereits vor einigen Monaten gesagt, mache es einfach. Sehr gut. Ich finde, das ist ja ein wirklich würdiger Landeshauptmann für Südtirol.